Guten Tag, verehrtes Publikum. Willkommen zu Unscharf und Schlecht beleuchtet. Teil 6, meine ich. Geplant waren maximal 3 Teile. Das ist der Zustand gerade. Ich hatte hier schon mit der Kabelei angefangen. Und jetzt sind meine neuen LED gekommen. Die habe ich diesmal bei Amazon bestellt. Weil das mit reichelt und das schien mir alle zu lange zu dauern. Die waren gleich am nächsten Tag da. Ja, so viel zum Thema. Ich mag das nicht alles so bestellen. Aber die lagen hier bei uns gleich um die Ecke. Das sind die kleinsten SMD. Die werden dem Begriff Such mich doch, die werden dem gerecht. Und im Vergleich zu den anderen, ja, den kann ich gar nicht ziehen, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich die große hingelegt habe. Also, die sind echt winzig und das wird mir sehr schwer fallen, da zu löten. Also jetzt ist wirklich der ganze Elektrikkram dran und den liebe ich ja überhaupt nicht. Heute habe ich jetzt, es ist kurz vor 3. Ich habe jetzt 2,5 Stunden Zeit, ein bisschen was zu machen. Mal gucken, was draus wird. Noch mal eine Probelackierung. Also auf dem Grün ist der Lack, wo ich den Dick gesprüht habe, geht da. Hier oben ist er so ein bisschen rissig, so wie der Originallack von der Lok. Und hier bei dem Braun, also man sieht schon Farbunterschied. So richtig glücklich bin ich mit dem Glanzgrad nicht. Und wenn ich den jetzt hier rüber jauchen würde, dann wäre das ganze Matte wäre wieder hinfällig. Also ich werde mal bei dieser Lok darauf verzichten und muss halt dann sehr vorsichtig sein mit dem Abstoßen der Farbe. Also hier habe ich es ja schon wieder geschafft. Da muss ich also auch beim Hinlegen auf den Kopf legen, muss ich jetzt sehr aufpassen, dass ich da nicht wieder die Drähte abwürge. Gut. An meinem Messwagen könnte ich auch weiterbauen. Ich habe meine Inneneinrichtung endlich gekriegt. Aber ich werde mich erstmal damit beschäftigen. Die Kohlenladung ist gut geworden, sitzt auch ordentlich. Hier ist auch eine Kohle drin gefallen. Und hier, man sieht es, auch ein paar Krümel drin. Alles gut. So, Lackierung ist in Ordnung. Ja, und es ist auch hier das Thema der Lampen. So, ich sehe gerade meine Lämpchen hinten. Die Löcher habe ich mit der weißen Farbe zugeschmiert. Dann muss ich die wieder aufmachen. Dann wird mir gar nichts übrig bleiben. Also ich muss jetzt erstmal löten. Bei den Lackdrähten, die gewinne ich ja von irgendwelchen Spulen. Das ist so ein Relais. Und hier, das ist glaube ich von einem CD-Rumlaufwerk gewesen. Die sind jetzt von der Stärke beide gleich. Das ist das Dünnste, was ich habe. Sie unterscheiden sich von der Farbe. Ja, obwohl ich keine Frau bin, kann ich einen Farbunterschied sehen. Und daran orientiere ich mich, dass ich also mein Plus immer mit dem dunkleren Draht versehe. So, jetzt erstmal einmal wenigstens probieren, welchen Farbton die haben. Denn das weiß ich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist die warmweiß oder kaltweiß? So, das Ding ist so murksig. Ich glaube 1,2 oder 0,8 lang. Also sieht man da irgendwas eingeklemmt? Aber den Aufdruck erkenne ich mit Kopflupe. Gut, das mache ich ohne Zuschauer. Plus, plus, plus bist du. Wahrscheinlich habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Zu DDR-Zeiten hatte mein Vater die Zeitschrift Der Morgen abonniert. Das war die Tageszeitung der LDPD, der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, also eine der Blockparteien, die
und dann später von der FDP übernommen wurde. Und da waren dann eben am Sonntag auf der letzten Seite immer so Kurioses oder Ähnliches. Und da war mal ein Bericht von irgendjemandem, von einem Mann, der ein menschliches Haar aufgebohrt hatte und hatte dort ein Schloss angebaut mit einem Deckel und ein funktionierendes Schloss konstruiert. Das hat mich schon beeindruckt. Und langsam kann ich mir vorstellen, was das für eine Leistung war. So. Weil ich habe ja noch mal einen beleuchteten Klodeckel. Klobrille. Die könnte ich jetzt auch noch mal nehmen. Das dürfte dann ein wenig leichter werden. Zum Thema, ja, ich mach's mal ohne Kamera. Aber ich war mal mutig. Wollte mal ein bisschen protzen, was ich alles kann. Na, kein Sinn dran, ne? Okay. Muss mal wieder neue Knipex holen. Immer aus Versehen einen härteren Draht geschnitten und schon ist vorbei. Die Dinger halten auch nicht mehr 50 Jahre. Meine erste hat 25 gehalten. Und dann habe ich sie mit zu dickem Kunststoff kaputt gemacht. Die Klinge abgebrochen. So. Wo ist? Also 4 Volt, das reicht. Plus ist der dunkle, da ist jetzt die Diode dran, das werden wir gleich sehen. In welchem Lichte sie erstrahlt. Verkehrt rum oder kaputt. Draht ist ab. War doch nicht angelötet. Abgebrochen. Was für Scheiße. Wenn der verehrte Zuschauer sieht, wie lange das hier in Wirklichkeit dauert, so einen ollen Draht anzulöten. Dann kann man sich ja vorstellen, wie lange der ganze Unfug dauert. So. Naja. Nach Warmweiß sieht das nicht aus. Nee, ist kein Warmweiß. Scheiße. Muss ich das wieder abdunkeln mit dem in Edding. So ein bisschen orange rüber malen, dann wird das düsterer. Also das wird dann nicht so ganz so schrecklich. Hatte ich als Tipp mal in irgendeinem Forum gelesen, wo sie gesagt haben, kaltweiße LEDs sollte man eben mit dem Edding, die Nummer war auch, keine Ahnung, die Farbnummer müsste ich jetzt wissen. Na,
Der ist auch schon verschlissen. So viele Jahre, wie ich den schon benutze. Ja, es wirkt jetzt nicht mehr ganz so schrill. So, welche eine Farbnummer hat der? 006. Puh. Keine Ahnung. Ist immer so. Ich habe die jetzt dran. Ne? Ich habe auch hinten schon mal versucht, die kahlen Stellen an dem Draht mit UV-Kleber abzudecken. Ich hoffe, es hat funktioniert. Und jetzt muss ich den Quatsch hier einziehen. Und das wird eine ganz furchtbare Arbeit. Ich muss erst die beiden Drähte durchziehen und dann um die Ecke und dann hier in den Werkzeugkasten rein. Und da kommt ja der Vorwiderstand so rein. Es ist jetzt, ich habe eine halbe Stunde jetzt für die vier Lampen gebraucht. Plus die Erklärung unter die Rava hier. Also, ne, ich werde wahrscheinlich ohne Viertelstunde pro Lampe noch mit dem Drahtfedern zu tun haben. Ja, Viertelstunde war eine gute Schätzung. Und jetzt mit dem orange übermalten Leuchtkörper, also es kommt einer normalen Gleichstromlampe zu recht nahe. Das sind jetzt hier 5,2 Volt. Ich mache hier einen 10 Kilo Ohm Widerstand davor und dann wird das dezent genug leuchten für eine Gaslaterne. Okay, Krampf, aber ist drinnen. Nur und jetzt die zweite Lampe da durchgefädelt. Unschön, aber notwendig. So, die Drähte sind jetzt durchgefummelt. Sieht man wahrscheinlich nicht so richtig. Mir hat jetzt jemand eine Kamera angeboten. Aber die ist dann einfach nur für Videos, müsste ich Sound extra aufnehmen. Ist mir zu viel Aufwand. Beschäftigt mich jetzt nicht mit. Und die braucht viel Licht, wurde gesagt. Aber ich könnte es ja erstmal mal probieren. Naja, gut, will ich nicht. Also deshalb weiß ich nicht, ob meine Kamera jetzt die Drähte wirklich darstellt. Also sie sind jetzt bei jeder Seite durchgefummelt in den Werkzeugkasten. Und jetzt werde ich den blauen Draht hier anlöten. Auf die andere Seite die Zuführung. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich das machen sollte. Ich habe vier verstärkte Funktionsausgänge, die reichen Signalleuchte ist eine, vorne hinten sind drei und ob ich jetzt das vierte benutze, um zum Beispiel noch eine Führerstandsbeleuchtung einzubauen, wäre sicher auch eine lustige Idee, oder ob ich vielleicht noch einen weiteren Funktionsausgang verstärke, da habe ich auch schon mal eine Schaltung gesehen und dann meinetwegen die Lampen alle einzeln schaltbar mache, aber ich denke mal, so nötig ist es nicht zum Rangieren. Man soll die Lok rangieren, also naja. Sinnvoll wäre ja wahrscheinlich mal einen von diesen wirklich einen sauteuren Stecker zu verbauen. Nachdem ich es mal selber gekauft habe, weiß ich, was die Dinger kosten. Die sind zwar alle schwarz gedreht, aber das nicht so cool ist. Aber wenn ich so ein bisschen unten anmale, dürfte das ja funktionieren. Also dann könnte ich nämlich gleich hier mal drüber nachdenken, wie sinnvoll ich das mache. Man muss ja auch mit Verdrehung rechnen. Vielleicht außen Stromzuführung, da drinnen dein Motor und in der Mitte die Beleuchtung oder andersrum, in der Mitte die Beleuchtung. Letztendlich spielt es keine Rolle. Das muss ich bloß einhalten und müsste die Stecker jetzt mal farblich kennzeichnen. Ja, werde ich machen und dann ziehe ich halt den Draht dort rein. Ich habe es jetzt drin. Der Vorwiderstand, ein 10 Kilo, ist da hinten eingeklebt. Jetzt lege ich noch den Draht dort mit hinten in die Kammer und dann wäre die oberirdische Verschaltung, also des Aufbaus, wäre dann erledigt. Jetzt muss ich den nur noch sauber durch die Ecken führen bis nach vorne. Der Plan ist, dass ich dann links und rechts der Schraube
meine Kabel durchführe. Das ist der Plan. Ob es klappt, weiß ich noch nicht. Ja, und so was passiert nach kurzer Zeit dann auch. Scheiß Sekundenkleber. Also grundsätzlich nicht jetzt da konkret der. Der hat erstaunlich lange durchgehalten, trotz der inzwischen angenehmen Temperaturen bei mir hier oben. Es macht auch das Motorradfahren wieder Spaß. Und im Übrigen, Autofahrer, auf der Autobahn, wenn man 140, 150 fährt, rückt doch bitte nicht auf 3, 4 Meter auf. Das ist echt beängstigend, wenn man dann da auf der linken Spur ist, will eigentlich irgendeine Reihe LKWs überholen und irgend so ein Autofahrer, ja, der kriegt ein Fass bis auf den Soziussitz. Also, nee, das ist nicht cool. Macht das mal nicht. Wenn man irgendwie in Schleudern kommt oder so, dann ist man gleich Matsch. Ganz vorsichtig anfassen. Playtag wieder Sekundenkleber auf dem Fingerkuppen. So, Draht ist eingeklebt und jetzt kann ich mir noch Gedanken machen, wie viel Blei ich links und rechts reinfummle, um da eben den Tenderantrieb auf Kampfgewicht zu bringen. Denn wir hatten ja schon mehrfach das Thema, Kleinseilmodelle sind nur dafür da, auf den Tisch hin und her zu fahren und da spielt Zugkraft keine Rolle. Naja, und ich würde eigentlich gerne so ein 30, 40 Wagenzug ziehen. Mit der Lok in Glasers Annalen. Da ist hier unten so eine Berechnung drin. Und da ist davon die Rede. Die Wirkung dieser Umgestaltung des Wagenparks zu einem großräumigen ist für die Eisenbahnverwaltung von außerordentlich wirtschaftlicher Tragweite. Bla bla bla. Die Länge eines Zuges 120 Achsen mit 600 Tonnen Nutzlast ist bei 10 Tonnen Wagen. Die gab es ja derzeit kaum noch, aber war noch vorhanden. 366 Meter und bei 20 Tonnen, also Verbandswagen, dann nur noch 247 Meter. Und bei gleicher Zuglänge wie bei einem 10 Tonnen Wagenzug wären dann schon 900 Tonnen zu befördern. Also, da wissen wir, wo es hingeht. Also 900 Tonnen Zuggewicht und 120 Achsen sind 60 Wagen. Das kriege ich nur auf eine Ausstellung hin. Der erste Plan ändert sich. Also ich werde wohl hier noch eine Ausarbeitung machen müssen, wo die Kabel durchkommen. Weil ja hier der... Hier ist zwar eine Lücke. Durch dieses ungeschickte Aufmachen des Erbauers. Aber hier unten, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ob das so praktikabel ist. Weil eigentlich hätte ich die dann da durchziehen können, die ganzen vier, die sechs Drähte, aber dann passt anderes nicht mehr so richtig. Dann kann ich den Tender nicht mehr zerlegen. Und das werde ich wohl noch ein paar Mal müssen. Gut. Unabhängig davon. Kann ich jetzt mal abschätzen, wie viel Blei ich reinlegen kann. Also, naja, wirklich nur ganz grob geschätzt. Ich habe ja auch noch eine Schuhmasse im Wege stehen. Also 6 mm sind locker drinne. Und der kleidet ja noch nicht so richtig aus. Also 6 mm. Oder anders gefragt, 22 Durchmesser der Schwungmasse ist 14. 22 minus 14. Das sind 8 mm. Also passt das wohl doch nicht so richtig. Also wahrscheinlich, weil er schräg drin lag. Also nochmal. Ja, knapp 14. Ja, 22, also 22 minus 14 sind wir 8 mm. Also ich werde 4 mm Blei in die Richtung machen. Ich kann dann natürlich dann auch noch hier hinten einen Klumpen quer reinmachen. Also da sind mir ja keine Grenzen gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Blei oder wie viel Gewicht das jetzt nochmal bringt.
Könnte ich rechnen, aber dichte Rechnung habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe ja hier noch das zerrupfte Blei aus dem Kessel der Maschine. Das ist dick, zurzeit 1,2. Das könnte ich natürlich auch noch verwenden. Würde auch noch passen, muss es halt nur eckig schneiden. Ich meine, so Blei bearbeiten, schreit immer danach, sofort danach die Hände waschen. Also mir ist durchaus klar, dass Blei keine ungefährliche Angelegenheit ist. Als Kind hatte ich mal ein Buch über Metalle, das war aus der Sowjetunion. Und da wurde der Artikel über Blei wurde eingeleitet mit das Verderben Roms. Blei. Klang cool. Und da war da so ein Gladiator gezeichnet, der zu Boden ging und da dann so eine anthropomorphe Erscheinung des Metalles Blei. 2,5 Stunden sind um. Die bedrahteten LED sind in Lok und Tender drinne und ich habe auch schon die Drähte alle bis in die Mitte des Rahmens gelegt. Und muss jetzt Schluss machen, weil es kurz vor 6 ist. Also meine 2,5 Stunden, die ich gedacht habe, die sind auch tatsächlich vergangen. Mann. Und das ist eben ungeliebte Arbeit. Jetzt gucke ich nochmal. Eventuell schneide ich jetzt den Scheiß raus hier. Die meine Sucherei nach Drähten. So sieht jetzt aus. Und der andere. Also ist jetzt. Nee, die sind jetzt ein bisschen abgeblendet. Hier habe ich noch keinen großen Widerstand vor. Also ist durchaus eine angemessene Farbe jetzt hier mit diesem, was habe ich, 5,2 Volt steuere ich die an bei 100 Kilo, bei 16 Volt und da und einem 10 Kilo Ohmwiderstand, da sieht es dann noch ein deutlich besser aus. Gut, also Freitag geht es jetzt weiter, morgen muss ich länger arbeiten und dann werde ich hier den Vorwiderstand reinlegen, die ganze Elektrik und dann irgendwie die Drähte hier durch den Rahmen ziehen. Und wenn ich soweit bin, dann kann ich gleich nochmal über die Stromabnehmer nachdenken. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, Videos zu machen. Also, naja, viel passiert so nicht. Ich habe hier also den Tender mit Blei gefüllt. Der ist jetzt ordentlich schwer, also für die Briefwaage kann ich nicht mehr auswiegen. Dann habe ich bei meinem Lokaufbau, ich habe jetzt hier die Beleuchtung für die Führerscheinsbeleuchtung, das ist ja eine Gaslaterne, hier ist ja der Abzugsrutzen, die habe ich eingebaut, Vorwiderstand ist drin, alles soweit klar. Rauchkammer habe ich angeschlossen, die ist auch fertig und jetzt bin ich dabei, mich vorzuarbeiten. Also jetzt wird in den nächsten Schritten werde ich jetzt den Kondensator einbauen. Ich muss den Lautsprecher, hat eine ordentlich große Kiste, hat der jetzt gekriegt. Den muss ich dort einsetzen. Der Kessel ist groß genug. Jetzt kommt also hier erstmal ein Stecker ran. Habe ich denn überhaupt Zweier gekauft? Wäre doch recht sinnvoll. Mensch. Also hier könnte ich mit einer Klinge sicher aufsprengen, dann hätte ich Zweier. Aber hier, da liegt wahrscheinlich dann der eine Kontakt frei. Das ist dann nicht so günstig. Also ich meine aber, dass ich UFO-Zweier gehabt hätte. Muss ich mal weiter suchen. Aber denn ich möchte eigentlich jetzt nicht das auf Vierer bringen. Ich muss sowieso von vorne Rauchkammer, ich habe die Signalleuchte, ich habe von vorne den Kondensator und ich habe den Lautsprecher. Ich habe 6 Steckplätze. Tja,
Ja, ob ich die fest einbaue, muss mal überlegen. Man sieht zwar nichts, aber ich sag's trotzdem. Also ich habe jetzt den. Hier ist hier die Beleuchtung für den Führerstand. Hier sind die Steckplätze und hier sind noch die Stecker zu sehen, die sind angemalt für Lautsprecher und Signalleuchte. Lautsprecher ist angelötet, Signalleuchte, Drähte gucken hier vorne raus. Und den Kondensator, den habe ich vorne schon eingeklebt mit doppelseitigem Klebeband. Mit Absicht außerhalb der Mitte, weil hier unten noch die Befestigungsschraube ist und das wäre dann ein unschöner Punkt. So, hier kommt jetzt, da geht es auf den Decoder. Das heißt, ich muss hier draußen noch ein bisschen rumlöten auf dem Decoder. Und dann muss ich halt noch einen Haufen Verbindungsmuffen setzen. Also das wird jetzt kein Spaß. Oh, am nächsten Tag, ich habe bis hier mal die Kabelrinne gezogen, nur die Drähte. Und ja, jetzt kann ich es nicht mehr herausschieben. Jetzt muss ich auf der Platine löten. Die ungeliebte Aufgabe immer. Und ich muss also diese drei Pins oder Pads freilegen und dann da den hochgucken. Plus, also den blauen muss ich hierauf löten und den schwarzen auf die drei. Scheiße. Beim letzten Mal habe ich ja diese Lötspitze hier mit Erfolg verwendet, die im Prinzip auch mein Zahnarzt hier hören könnte. Und ich weiß, es klingt albern, ja. Ich löte hier winzigste LED zusammen. Ja. Diese kleinen SMD löte ich rein. Und da habe ich keine Probleme mit. Und jetzt tue ich mich schwer bei diesen eigentlich riesigen Pads. Aber ja, sind 100 Euro, wenn ich versage. 100 Euro. So, das Löten ist gelungen. Bisschen die Lötstelle reinigen. So, muss noch mein Schrumpfschlauch rüberziehen, wie das Stückchen, wie ich es immer mache. Jetzt ist es also eigentlich dran. Unangenehm. So, den Ersatzschlauch raufgeschrumpft. Und jetzt bin ich ja schon ziemlich weit und habe immer noch auf eine Frage keine Antwort gefunden, für mich persönlich. Hier sind ja noch zwei Funktionsausgänge und ich habe mich, ja, wenn ich ehrlich bin, verzählt. Und bei einer Gesamtsumme von 6 ist Verzählen auch ziemlich schwierig zu bewerkstelligen. Aber ich habe sie nicht gekriegt. Im Prinzip brauche ich die nicht, weil ich hätte jetzt die jeweils eine der Frontlampen damit dranhängen können. Dann könnte ich im Rangiergang eben auf Diagonal die Beleuchtung umschalten. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. So. Ich habe ja hier den lilanen, das ist die Führerstandsbeleuchtung. Ich habe hier den grünen dran, das wird die Frontlampe. Die ist ja hier mit am Stecker dran. Ja, was mache ich mit den beiden nun? Ich habe noch keine Idee. Ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht, was erst beklopptet versuche, die Feuerbüchse. Beleuchten. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, weil ja die Klappe geschlossen ist. Dann müsste ich vielleicht ein Loch bohren und da eine LED drin machen, eine rote, und die irgendwie zum Flackern bringen. Dann weiß ich natürlich nicht, ob das geht. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Das wäre eine Möglichkeit, einen dieser Anschlüsse noch zu belegen. Und der andere, naja, das habe ich beim Rahmen vorne, habe ich auch schon zusammengeschaltet. Also ich weiß nicht. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht einen Ersatz brauche und das ist gar nicht mal schlecht, wenn man halt ihn über hat. Ja, also da bin ich jetzt noch am Grübeln. Und solange ich grübel, kann ich ja mal den Stecker abschneiden. Denn den brauche ich nicht mehr. Und dann mir weiter Gedanken machen, wie ich das mache. Ich habe ja zum Glück genügend Platz. Darum ist jetzt hier auch der Draht sehr großzügig gewählt. Ich kann im Prinzip von hier bis 4 Decoder
und sämtliche Drähte unterbringen. Also auch die Stecker hier. Hier ist ja einer von denen. Das sollte eigentlich ohne Schwierigkeiten funktionieren. Ja, nein, ich werde es erstmal googeln, wie andere Leute das gemacht haben. Und ich meine, ich habe irgendwo auch nochmal so eine Luke, so eine Klappe, und zwar von dem Adler-Modellbausatz. Von der 0354. Ja, habe ich hier. Einmal das wird es sein. Und hier die Luke. Ja, ist alles da. Muss ich nur verwenden. Hier sind auch noch Tritte, für die ich jetzt keine Erklärung habe. War auch ein schöner Umbau. Das war ein schöner Bausatz. Die Klappe, die ich gerade gezeigt hatte, die gelochte, die brauche ich natürlich ja nicht, weil die würde ja nach innen ragen. Also war das Quatsch. Ich habe es, wie gesagt, die LED da reingemacht. Nicht zu tief, weil ich halt keinen Platz dahinter brauche, und schon mal probiert, funktioniert. So, und diese ganze Kabelgewirre ist, ohne dass da jetzt der Motor angeschlossen ist, ist nur Sound, Signalleuchte, Führerstandsbeleuchtung, Feuerwichse, ja. Und, aber wie gesagt, ich habe so viel Platz, also eigentlich ist es unproblematisch. Weil ich ja nur die Absicht habe, da muss ich aber noch überprüfen, ob das wirklich so ist, die Kuppelstange hochzulegen, also hier zwischen rein zu hängen, dann ist mir irgendwie der Stecker im Weg. Und den Stecker würde ich gerne nach unten nehmen. Dazu muss ich dann aber hier nochmal den Rahmen aufarbeiten. Und bevor ich das jetzt mache, überprüfe ich das nochmal, ob das wirklich so ist. Ja. Die Kuppelstange kommt da hoch. Also muss ich diesen Stecker, der muss hier durchgefummelt werden. Das passt schon. Ich muss hier oben nur was aufarbeiten. Ist natürlich doof, dass sich das schon nach der Lackierung passiert. Der passt ganz prima hier durch, mit ein bisschen Klemmen, aber er passt. Stößt dabei die Farbe runter, was nicht so toll ist, aber es würde gehen. So, jetzt habe ich hier also diese Öffnung drin gemacht und die Kabel sauber durchgezogen, und ich habe auch noch ein bisschen Spiel, was ja sehr schön ist. Und habe natürlich einen Tritt abgebrochen, den werde ich jetzt nicht wieder anlöten. Beim Feilen habe ich den runtergerissen. Sondern ich werde jetzt Blei auf den Fußboden werfen. So, jetzt erstmal zusehen, dass ich die Kabel hier rankriege. Und dann könnte ich erstmal den Tender zusammenbasteln. Mal gleich was weglegen. So, das ist jetzt hier orange und rot. Und das sind schwarz und grau. Ich habe die, weil sie nur alle einfarbig sind, ich habe die schon mit einem Acrylstift ein bisschen gekennzeichnet. Denn das wäre jetzt echt blöde. Selbst wenn ich die, also wenn ich das Drähte vertausche. Selbst wenn ich jetzt den Stecker mal verdrehen sollte, habe ich vielleicht schon gesagt, aber das ist 3 Tage her. Ich habe hier rot und schwarz außen, da drinnen dann grau und orange und in der Mitte blau und gelb. Und wenn ich den Stecker verdrehe, ist dann das Einzige, was passiert, dass die Lampe hin nicht funktioniert. Aber sonst rot und schwarz werden halt vertauscht. Und es gibt möglicherweise einen Kurzschluss. So, haben wir unsere 400 Grad hier. Hier muss ich sehr schnell sein, weil Stromabnehmer und Kabel an dem Stück hängen. So. Bevor ich jetzt noch ein bisschen nachbiege. Gucken, ob das mit den Storchen über ihn hinhaut. Und dann, ja. Mit dem Motor, da muss ich möglicherweise noch mal ran, wegen vorwärts, rückwärts.
und kurz in mich gehen. Denn umpolen, also elektronisch, das ist immer alles so eine Sache. Sicher ist mir, wenn ich den wirklich mechanisch, also elektrisch dann umlöte. Ich habe den Motor jetzt gedreht. Dann fährt der möglicherweise verkehrt rum. So, den werde ich mal probieren. Mit Gleichstrom. Das ist Plus ist rechts, wenn er vorwärts fährt. Ja. Dann ist das hier also Plus und Rot. Oder Orange. Hoffentlich funktioniert's. Er sagte, rechts ist rot, ja, links ist die Masse. Dürfte passen. Ich habe den Tender jetzt mal probeweise zusammengeschraubt. Und er bewegt sich. Gut. Ich weiß nicht, ob jemand hier die Vögel vorm Haus hört. Ich finde, dieses Jahr sind auch deutlich weniger Singvögel als sonst unterwegs. Das ist schon verblüffend. Meine Nistkästen sind auch schon seit ein paar Jahren unbenutzt. Ich weiß nicht. So viele Windräder haben wir ja nicht in der Nähe, dass die Vögel uns alle vom Himmel holen. Das ist schon merkwürdig. Aber vielleicht hört man sie ja. Irgendjemand hatte sich ja beklagt, dass ich ein Fenster auf hatte und dass da irgendwelche Außengeräusche waren. Vögelgesang, streitende Nachbarn oder jetzt gerade ein Flugzeug. Ich muss mal hinterher überprüfen, ob es zu sehen ist. Wie dem auch sei, ich klebe jetzt also den Tritt ein. Und dann bin ich eigentlich mit meinem Tender, bis auf die Alterungsspuren und so ein bisschen Wasserlaufzeug und so, bin ich dann eigentlich fertig. Naja, und natürlich noch die Kupplung. Und die Puffer. Und die Bremsschläuche schwarz machen. Das kommt alles noch in der nächsten Session. Denn ich habe mein Alterungszeug, das habe ich gekauft, als ich mit dem Motorrad unterwegs war. Und jetzt habe ich den Rucksack auf Arbeit vergessen, das steht das Zeug auch auf Arbeit. So ein Mist. Das mit dem Stecker, das wird auch nochmal so ein Akt. Der kommt jetzt in dasselbe Fach wie das Kuppeleisen. Ich habe jetzt hier schon die Drähte für die Beleuchtung. Hier sind die vom Stecker hinten, also Zuführung. Ja, was sieht man? Zuführung für Motor, die Stromaufnahme vom Tender sowie die Beleuchtung vom Tender. So. Und bevor ich aber das alles zusammen mache, also das werde ich hier in irgendeiner Form zusammenlöten. Wie genau, weiß ich noch nicht so richtig. Sicher wieder mit viel mit dem Schrumpfschläuchen und werde das dann alles da irgendwie reinstopfen. Und das Wichtigste ist jetzt aber erstmal, was ich machen muss, die Stromabnahme. Wenn sich jemand fragt, ach nee, ey, was ich für eine Clownshosen anhabe, ja, die habe ich jetzt hier nur zum Bauen an. Damit würde ich niemals auf die Straße gehen. Ich bin ja schon erwachsen. Also ein erwachsener Mann mit kurzen Hosen auf der Straße, entweder auf dem Weg zum Strand oder zum Sport, aber was anderes ist, sagen wir so, würdelos. Gut, also, jetzt komme ich schon vom Wege ab, erzähle wieder irgendwelchen Blödsinn. Also diese Platte, die werde ich in der Länge wahrscheinlich hier zurechtschneiden und dann irgendwie hier reinkleben, wahrscheinlich zwischen die Federpakete, und muss dann mal sehen, nach Höhe habe ich einigermaßen, dass ich dann über das Bremsgestänge komme, denn das ist ja irgendwie mit den Federpaketen fast verschmolzen, zumindest durch den Lack. Und dann muss ich die sich ein bisschen biegen und da wieder Isolierung rüberschieben. Also viel Fummelei, die aber für den geneigten Zuschauer total langweilig ist. Beim Anpassen dieser Platte jetzt hier, da muss ich mich nicht durch ganz vorsichtig bewegen. Denn wenn ich hier jetzt gerade an diesem ABCD-Radsatz, wenn ich da jetzt zu sehr auseinanderwürge, dann wundere ich mich am Ende, warum klemmt der Radsatz. Denn der hat ja nur minimales Spiel, der ist jetzt der festgelegte.
So, hier sind es also. Wir sind Teigrum mit Maß. 7,5. Ich stelle mir dann vor, dass die dann hier so dran schleifen. Und dann müssen sie aber hier irgendwie an dem Gestänge vorbei. Also das ist alles ja nicht so einfach. Hier kann ich nicht durch. Hier ist der Winkel auch zu schlecht. Ja, es wird also darauf hinauslaufen, dass ich wirklich von unten mache. Sieht nicht so schön aus. Aber naja, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Sicher könnte ich es hier irgendwo auch einen Stempel aufstellen und an diesen dann das anmachen, aber nee. Ich probiere es erstmal so. 15 Uhr, also die ganze Fummelei an der Elektrik, die läuft seit 10. Und jetzt komme ich langsam an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt wird's was. Also, Stromabnehmer, bin ich soweit. Und dann muss ich ja nur noch diese 6 Kabel, diese 4, die nach oben kommen und die alle miteinander verlöten. Nur noch. Die erste Version meiner Stromabnehmer ist dran. Der hier hinten ist noch ein Stück zu lang, also der, man sieht es ja hier, wenn der an der rauen Stelle am Rad anschlägt, dann federt der hoch. Ich muss dem also noch irgendwie einen Haken geben oder so, wo er hier einrasten kann. Also im Prinzip eine total wieder primitive Geschichte. Aber ich habe es dann soweit dran. Aber wie gesagt, das ist erstmal ein erster Versuch. Da kommt vielleicht noch mal eine andere Lösung. Denn ich könnte ja durchaus auch hier oben durch die Trägerlöcher durchstechen und dann da die entsprechenden, wenn sie tief genug liegen, dann könnte ich den Draht gerade mit einer Isolierung durchstechen und oder den Gitarrenseite und dann hätte ich das auch. Aber gut, das wird erstmal probiert. Ist ja bloß eingeheftet. So, und jetzt kommt das Furchtbare. Ich meine, es ist schon 3:30 jetzt. Jetzt diese wunderbaren Kabel alle miteinander verbinden. Da freue ich mich schon drauf. Aber ist nicht zu ändern. So. Ausprobiert hatte ich es mehrfach schon, dass der Decoder noch lebt. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch einen Fehler gemacht habe. Aber grundsätzlich ist meine Verschaltung fertig. Also hier sind die ganzen Pluspole von den ganzen Dioden. Und hier ist die ganze Verschaltung zum Decoder. Also eigentlich sollte ich alles richtig gemacht haben, aber das ist mir in den letzten Jahren nie gelungen, das alles in eben vom ersten Mal fehlerfrei zu machen. Weshalb ich damit rechne, dass ich wieder irgendwo einen Schaltfehler drin habe. Um den Decoder nicht zu töten, werde ich erstmal das offen stehen lassen. Und den fällt mal jetzt den Tender ranstecken. Der hat ja auch noch kein Kuppeleisen. Mal aufs Gleis stellen und dann mal probieren, ob ich einen Decoder auslesen kann, ob da was passiert. So, er liest schon mal. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Oh, er hat ihn erkannt. Wunderbar. Okay, dann bin ich mal mutig und gehe mal auf den Führerstand. Na, das sieht doch schon mal recht erfreulich aus. So, Licht. Licht hinten geht, wunderbar. Ach, was bin ich toll. So, Licht vorne, F8. Signalleuchte geht auch. So, F7 war die flackernde Feuerbuchse, geht. Und F5 ist Führerstandsinnenbeleuchtung. Ach, bin ich glücklich. Und er läuft an. Naja, prima.
Das sieht ja sehr optimistisch aus. Also, ach, der Test sieht optimistisch aus. Ich bin optimistisch. Es ist ja auch schon 16:30 wieder. Da hammert. Und hier oben. So. Jetzt müssen wir gut überlegen, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Denn eigentlich brauche ich nur. Brauche ich nur zwei Schrauben anziehen. Ich werde den jetzt nochmal fahren, mal gucken, ob der Kondensator richtig dran ist. Ja. Die ganzen Einstellungen. Ja. Okay, er. Na, dann ist doch schön. Also, ich habe keinen Fehler gemacht, der Decoder lebt noch. Aber noch, er lebt noch. Ah, das krieg ich sicher noch hin. Okay, jetzt werde ich die Maschine mal zusammenbauen. Ich muss ja noch einige Dinge erledigen. Ich muss noch mal mit der Airbrush rübergehen, weil die Rauchkammer noch Hochglanz hat, während. Also, die Rauchkammer ist schon matt, während die Rauchkammertüre noch in Hochglanzlack ist. Ich werde dann morgen mal versuchen, daran zu denken, dass ich mein ganzes Alterungszeug mitbringe. Ich muss die Zylinder noch an der Seite machen. Ich muss hier noch ein bisschen Farbe ausbessern. Und ich muss eben noch das Kuppeleisen bauen. Obwohl, das ist jetzt das geringste Problem. Naja, so richtig, richtig flexibel ist das hier jetzt nicht so. Das ist auch ein Höhenunterschied. Also das weiß ich jetzt noch nicht, ob das so clever war, was ich hier gebaut habe. Ich kann ja immer noch das, die Steckverbindung mal nach unten nehmen. Das könnte was Besseres werden, aber das probiere ich naja, heute nicht mehr aus. Dann mache ich erstmal Schluss. So. Ich habe mir erstmal irgendwelche Washes gekauft, die meine Modellbahnjule da hatte. Ich bin nämlich in der glücklichen Lage, dass in meiner Stadt noch ein Modellbahnladen existiert. Und naja, ich hoffe, die macht es auch noch eine Weile, denn gerade für Klebekram, mein Haftreifen oder Gleismaterial, ist es ganz prima, dass es so was gibt. Also dafür bin ich auch dankbar. Ich habe ja schon mitgekriegt, dass selbst solche Städte wie Stralsund oder so, da sieht es ganz übel aus, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Okay. Ich werde also nochmal mich mit der Alterung beschäftigen, dann am Ende des Tages den Führerstand, den will ich innen jetzt noch ein bisschen gestalten. Da muss auch noch ein bisschen Farbe drin gemalt werden, deshalb habe ich auch mal schwarze Wasserfarbe genommen, weil ich hatte ja schon gesagt, ja, wenn ich jetzt hier mit lösungsmittelhaltiger Farbe reingehe, dann löse ich damit unter die Grundierung wieder an. Blöde Sache. So. Oh, Glück gehabt. Wie kann man eine Lok so einen hohen Dom bauen? Da bleibt man ja hängen. Ja, also Kuppeleisen bauen. Dann will ich hier drinnen noch heute, mal weich nehmen, dieses Teil nochmal freilegen. Das gehört ja zur Steuerung des Innenzylinders. Und das sieht mit Sicherheit so nicht aus. Okay, sonst war ich ja ganz zufrieden mit meinem Ergebnis. Hat er alles richtig gemacht mit der Verschaltung, aber ich traue den Frieden trotzdem noch nicht. So, Kupplung fehlt mir noch. Hier auch noch ein bisschen Alterung drauf. Ich muss die Rauchkammertür noch mal ein bisschen mit Mattlack machen. Und hier habe ich ja mal die Laterne grün ausgelegt, weil das irgendwie immer ein bisschen doof fand, wenn die Laterne weiß ausgelegt ist. Und also auf dem Foto sieht das so ziemlich schrill aus, das Grün. Also werde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen. So, mal gut. Personale.
Personale hätte ich einmal hier. Das sind verschiedene Eisenbahnbeamte. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich hier die Körperhaltung und den mürrischen Gesichtsausdruck gucke, denke, also erinnert mich ja an den Gott sei bei uns. Da muss man farblich entsprechend gestalten. Also die sind aus dem 3D-Drucker, sehr filigran, sehr schön geworden. Und wahrscheinlich muss ich davon welche nehmen, denn ich glaube nicht, dass ich noch von Preiser welche da habe. Da müsste ich erst mal suchen. Ich habe keine Figuren gefunden. Und da ja Pfingstsonntag ist, werde ich heute auch keine kaufen können. Aber ich habe das noch gefunden jetzt beim Durchkramen. Das ist ein OOK. Das ist ein Abguss in Resin. Den habe ich auch schon viele Jahre. Den hatte mir mal ein tschechischer Kollege, der von der Grube Chabowa. Ja, auch schon ein paar Mal beim Fremo-Treffen bei uns gewesen. Und der hatte mir das mal gegeben. Und eigentlich, ich brauchte bloß einen Rahmen bauen. Drehgestelle sind da, übrigens gefederte Drehgestelle. Ja, das ist eine ziemlich schöne Sache. Ach, ich bin auch ein Scheißfreund. So, das heißt also, ich muss Figuren anmalen. So, dann muss ich mir das mal genau angucken. Grundiert sind sie schon. Das macht ja der Kai immer schon. Der hat eine schöne Körperhaltung. Der hat einen Lappen in der Hand. Also wahrscheinlich würde ich mich für den Captain Ahab hier entscheiden. Den werde ich mitnehmen und der sieht zumindest aktiv aus. Und entweder den oder den. Also so sind schöne Figuren, ja. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, weil auch da habe ich wieder keine Ahnung. Wahrscheinlich sind sächsische Beamte. Aber die muss ich dann halt in preußisch blau anmalen. Beim Führerstand war ja das Dach hell, die Seitenwand, die untere Hälfte war dunkel in schwarz gehalten und dann hier oben war holzfarben da ein Strich. Und ja, das muss ich jetzt versuchen hinzubekommen, ohne mein ganzes armes Modell voll zu kleckern. So, geschüttelt habe ich schon. War ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel. So, erster Versuch. Ich habe es hier mal ein U-Profil reingemacht. Weil das nicht so massiv ist. Und jetzt muss ich mal gucken. Das muss ich nach oben kröpfen. Vor allem auch den Abstand hinbekommen. So, ich hoffe, man hört jetzt nicht die Nachbarn krakeelen. Es muss irgendwas mit Fußball sein. Wahrscheinlich fängt demnächst die WM an. Oder irgendeine ähnliche Veranstaltung. Jedenfalls, die machen schon wieder einen Rabatz draußen. Und ja, da muss ich bei der Wärme halt das Fenster zumachen, bevor ich hier irgendwelchen Text spreche. So, wie gesagt, ein bisschen muss es jetzt gekröpft werden, meine Kuppeleisen. Das sind alles so eine Sachen, die jetzt wieder nach frei Schnauze gemacht werden müssen und mit den entsprechenden Problemen einhergehen. Ich muss auch noch zusehen, dass ich nicht schon wieder meine Leitung abreiße. Und dann ist ja hier, das sieht man wahrscheinlich nicht. Hier laufen ja nur die Drähte. Und damit die nicht an der Schraube schleifen und auch das Kuppeleisen nicht auf den Drähten, die am Ende durcharbeitet, dann wäre echt blöde, wenn dann hier Masse auf den Motoranschluss kommt, muss ich also irgendwie auch noch eine Hülse unten bauen. So, hier Hülsen habe ich ja eigentlich von meinen ganzen Gitarrenseiten und die werde ich dann irgendwie unten anlöten. Also das ein bisschen bearbeiten, da so eine Hülse unten anlöten und wo dann eben der Draht dort beiseite liegt. Vielleicht finde ich auch ein Stück Messingrohr. Muss ich mal sehen. So, mein neues Kuppeleisen liegt jetzt in einer
in der Beize. Und so lange habe ich Zeit. Also ich habe mich jetzt, toll, mit Farbe beschmiert. Nee, ich habe mich jetzt für den Captain Ahab entschieden und den anderen. Obwohl ich jetzt ein bisschen irritiert bin, weil der Kerl hat hier oben an der Mütze sowas wie ein Pleitegeier. Aber eine Uhrkette und der hat hier sowas wie eine Superman-Hose an. Also ich bin mir da im Moment nicht ganz sicher, ob ich den, ja, nun habe ich auch keine richtige Ahnung von Eisenbahnuniform ab 1935. Ja, jetzt muss ich erstmal mit der Situation zurechtkommen. So, erstmal die Kerle male mal von hell nach dunkel. Weil die sind so filigran, also sind ja schön gestaltet, also die machen echt was her. Aber irgendwie bin ich auch beim Anmalen von Figuren, ich bin so schrecklich fantasielos. Irgendwie habe ich da überhaupt kein Geschick. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich partiell gesichtsblind bin. Das dauert bei mir eine ganze Weile, bevor ich Leute wiedererkenne. Und kann mir durchaus so ein alte Triebe, wenn ich das baue, das stelle ich mir im Kopf vor, überhaupt kein Problem. Aber nicht mehr im Traum haben meine die Leute, wenn ich träume von Menschen, die haben keine Gesichter, die haben nur helle Flecken. Ja, und das wirkt sich dann sicher auch aus, dass ich hier überhaupt keine Idee habe, wie man so einen Kollegen hier jetzt schick macht. Mein nächstes Problem wird sein, dass ich in Wirklichkeit kein preußisch Blau habe. Ich habe hier nur eine aus diesen Dosen, die ich da, wo ich 100 Stück gekauft habe, mal von der Börse. Und ja, da habe ich alt Mögliche bei. Ja, zum Beispiel unspektakuläres Seeblau. Was ist denn das für eine Farbe? Da kannst du überlegen, was willst du damit meinen? So. Den Lokführer, den habe ich schon. Jetzt bin ich gerade beim Heizer. Und muss sagen, es geht jetzt besser, als ich dachte. Allerdings wurde mir da wieder schmerzlich bewusst, dass von den ganzen Modellbauleuten, die so hier unterwegs sind, eigentlich können die anderen können alle irgendwas besser. Also die Panzermodellbauer, die können definitiv besser altern als wir Modellbahner. Die Zinnfiguren, Leute, die können besser Figuren anmalen. Was jetzt gerade mein Problem ist. Die Tabletop gestalten, die können besser Gebäude machen, also auch Alterungen und so. Das ist so toll, was die teilweise da hinbekommen, ja. Und wir scheitern an im Prinzip an simpelsten. Also kein Wunder, dass uns da zum großen Teil die anderen Fraktionen als ja, Spielzeugnutzer ansehen, ja. Ich hatte das ja glücklich an anderer Stelle schon mal gesagt, ja. Wenn man weiß, wie ein Gebäude richtig gemacht werden soll, na denn, guckt man sich bei YouTube an, wie die Tabletop-Leute das machen. Ja, und Zinnfiguren, ja, oder was man überhaupt bei diesen ganzen Leuten, die teilweise machen ja auch größere Maßstäbe, ja, wo hier der Kleiderfalte sitzt und so, ja. Und ich stelle mich hier total prasselig an. Also, das ist es dann auch nicht, ja. Also, die anderen Fraktionen können irgendwas alle besser. Das Einzige, was bei mir vielleicht ist, ich bin schamloser. Blamagen jucken mich dann doch nicht so. Einziger Vorteil, den ich habe. So, hier ist nun mein neues Kuppeleisen. Ist also geschwärzt. Jetzt mal gucken, ob die Kröpfung ausreichend ist. So, Fendtfinger fassen sich komisch an, werde ich erst nochmal waschen gehen. So, jetzt habe ich das Kuppeleisen drinne. Ja, das passt.
passt schon soweit. Du willst jetzt noch nicht zusammenschrauben? Ungefähr so wird denn der Abstand sein. Wenn es nicht reicht, kann ich es immer noch länger machen. Gut. Alles klar. Naja. Dann wäre es das ja soweit. Ich will es noch nicht zusammenstecken. Das Wash ist ja wirklich sehr dezent. Ja. Nun gut, dann könnte ich jetzt also runtergehen zum Lackieren und könnte die Rauchkammer noch nachmachen. Ich wollte noch irgendwas anderes lackieren. Ach so, die Zylinder. Die Zylinder. Die Zylinder habe ich jetzt nachlackiert. Das habe ich freihand gemacht. Und die Rauchkammer hat halt auch noch ein bisschen matt herumgekriegt, sodass also die Rauchkammertür und die Rauchkammer selber ungefähr im selben Glas Glanzgrad sind. Ich habe außerdem hier unten noch ein bisschen rufgerotzt, denn vom Löscheziehen wird ja der ganze Bereich immer ein bisschen schmutzig gemacht. So, und jetzt sehe ich, dass ich hier noch einige blanke Stellen habe, wo das Messing schon Farbe verloren hat. Den Rahmen habe ich ja nicht nachlackiert. Gut, ich habe meine Ausbesserungsfarben mitgebracht und werde jetzt erstmal zu Atem kommen. Ja, schwierig. Okay, also jetzt habe ich auch das nötige Spiel. Lock lässt sich ausheben, Tender lässt sich ausheben. Also jetzt habe ich es richtig reguliert. Der Abstand ist relativ gering, aber für die im Fremo oder üblichen Radien funktioniert das. Spiel zwischen Lock und, tja, das ist noch ein bisschen doof, das Spiel. Ah, weil die Schraube lose ist. Okay, da muss ich also noch mal ran. Da muss mir noch was überlegen, wie ich die Schraube festmache. So, meine beiden Personalheinis, die sind noch ein bisschen klebrig. Aber ich kann ja jetzt inzwischen schon die Puffer einsetzen. Hab noch ein bisschen Optimierung getrieben. Habe also eine kleine Bundschraube hier ist angepasst, die ziemlich straff sitzt in dem Loch, und die kann ich dann richtig festschrauben. Weil die natürlich ein bisschen größer ist als mein Winkel, musste ich links und rechts noch so eine Verstärkungsbleche anlöten. Aber das ist es jetzt, und jetzt schraube ich es mal zusammen. So, funktioniert. Höhenspiel ist vorhanden, klappt. Gut, und jetzt kommt das ganze Elend hier mit dem mit den Feinarbeiten. Ich bin ja nicht begeistert, aber welche Chance habe ich, oder? Ich würde gerne heute heute eigentlich soweit fertig werden, also die Puffer hinten ran, ach, den Steuerbock habe ich ja auch noch, also den Führerstand fertig machen. Und vielleicht finde ich schon, also deutsche Reichsbahnschilder habe ich ja gefunden. Und vielleicht finde ich auch noch Herstellerschilder. Und dann würde ich die auch nochmal anbauen. Aber das ist jetzt keine Sache, die man zwingend im Video zeigen muss. So, ich habe jetzt die Fabrikschilder dran. Und das deutsche Reichsbahn. Den Rest habe ich ja noch nicht. Bestellt ist es aber bei Ostmodell. So, bevor ich mich jetzt an die Farbe ranmache, geht die Kiste nochmal auf den Kopf. Ich habe ja hier immer noch diese Schutzabdeckung für Tischkanten.
Und hier ist mein Schaumgummi, damit die Lok nicht auf dem Sicherheitsventil liegt. So. Oh, ein bisschen früh vielleicht noch. Dass meine Fabrikschilder wieder verrutschen. Okay. Dann nehme ich es dann nochmal auseinander, dann gehen die Puffer ran und dann werde ich Tender und Lok mal einzeln noch ein bisschen altern, ein bisschen verschmutzen, dann kommen die Personalerin. Das sind also alles uninteressante Sachen, die jetzt nicht zwingend die Kamera dabei erfordern. Tja, jetzt wo es das Ende zugeht, fühlt sich komisch an. Ich hatte ja nur 3 Tage gerechnet und nun das alles so. Rechts ist rund, links ist flach, also kommt der flache hier rein. So, die sind jetzt, weil ich sie rausgelötet hatte, ein bisschen schwierig reinzukriegen. Mal gucken, wie groß der Durchmesser ist. 2 mm, na, das kann ich doch fast mit der Feile machen. So, ein Kollege ist schon mit seiner Hose versehen. Ja, das ist jetzt wieder. Das ist wieder ein schön alten Mann. Und dann muss ich am Ende noch die goldenen Bänder oben an die Mütze anmalen. Das gefällt mir auch ja nicht. Obwohl, wie schon gesagt, die gucken ja nach vorne, also. Und goldene Knöpfchen kriegen sie auch noch. Also jetzt sind wieder diese Arbeiten, die so richtig, richtig lange aufhalten. Und die mir eigentlich keinen Spaß machen. Eigentlich müsste ich jetzt die beleuchtete Klobrille hier nehmen, aber da komme ich mit dem Abstand irgendwie nicht so richtig zurecht. Da schleicht immer mit dem Pinsel gegen. Also vielleicht sitze ich noch nicht richtig. Muss also noch mal ein bisschen üben und muss versuchen, da ja die richtige Vorgehensweise zu entdecken. Zur Führerstandausstattung gehört natürlich auch noch ein Fenster. Und ich bin ehrlich, auch das mag ich nicht. Ich habe es hier wieder von ESO, von der Verpackung, das Sichtfenster für den Decoder. Nee. Das ist wieder mit dem Klebstoff und dann die Fummelei und dann siehst du nichts, dann ist es zu dunkel da drinnen und dann verrutscht man und dann ist Klebstoff draußen auf der Fensterscheibe drauf. Und das ist alles einfach so furchtbar unerfreulich. So, der Kampf jetzt mit den Scheiben. Hier ist er. Und damit ich was sehe, ich habe ja hier so eine beleuchteten Fingerhandschuhe. Alles hilft schon. Aber trotzdem ist keine schöne Aufgabe. Früher hätte ich sowas wahrscheinlich mit einer einsamen 60-Watt-Funzel an der Decke gebaut, aber die Trübung der Glaskörper ist halt so fortgeschritten. Das war. Ja, wir alle, wir Alten überhaupt, stehen wir halt da. So, und jetzt arbeite ich mit V-Kleber, weil ja alles sonst keinen Sinn hat. Der härtet wenigstens aus und der beschlägt nicht die ganze Scheibe. So,
Die Scheiben sind drinnen, die Frontscheibe, die auch. Die Fenster lasse ich auf, obwohl ich gerade keinen Lokführer habe, der da rausgucken kann. Aber mit Lokführer so rausgucken lassen, hätte ich schlechte Erfahrung gemacht. Denn in Janowitz steht ja da das eine Signal zwischen den Gleisen. Und wer denn da wirklich so rausguckt, bis zum geht nicht mehr, der Lokführer schlägt dann dagegen. Das ist echt doof. So, jetzt habe ich hier oben noch viel Krümel drauf. Mal entfernen. Ich habe jetzt noch das Ganze mit Lasur überzogen. Habe hier noch ein bisschen Klarlack drauf gemacht, weil der Deckel nicht ganz dicht schließt. Habe auch bei der Lok hier nochmal abgedunkelt. Habe die dritte ein bisschen verschmutzt. Und habe an den Pumpen hier auch noch ein bisschen Klarlack drauf gemacht, weil da auch mal ein bisschen Wasser austritt. Weil hier ist die Luftpumpe, hier drüben ist die Speisepumpe, da habe ich eben auch was gemacht. So, der Führerstand ist dann belebt. Ich habe auch noch ein bisschen Kohle vor der Tür gekrümelt. Die muss der Heizer noch aufheben, aber der muss jetzt erstmal die Speiseversorgung des Kessels, da muss er sich erstmal drum kümmern. So, dann werde ich jetzt mal die Maschine zusammenhängen. Und es ist jetzt kurz nach 3 Uhr am Pfingstsonntag. Ich habe also, naja, geschafft, was ich heute schaffen wollte. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwelche Probleme habe oder entdecke, dann wären jetzt eigentlich nur noch die Beschilderung zu vervollständigen. Die wird in spätestens 6 Wochen da sein. Und ich muss dann unbedingt mal bei dem Michael Weinert, der ist ja im Fremo und der kümmert sich auch nur um die Fremo-Leute. Ich muss da mal Feinkupplung bestellen. Ich kriege einfach nicht auf der Reihe. Und dann wäre die Maschine eigentlich fertig. Die Einstellungen kommen jetzt noch, Anzahl der Dampfschläge und sowas alles. Aber im Grunde genommen bin ich mit der Maschine erstmal soweit fertig. Ja, mein Optimismus, die Lok jetzt zusammenzustecken und aufs Gleis zu stellen, erwies sich als verfrüht. Denn als ich sie jetzt auf das Testgleis stellte zum Programmieren, gab es einen Kurzschluss. Und ich habe jetzt was ewig gesucht. Also eine Möglichkeit ist, dass diese Schraube hier dafür sorgt, dass der Kurzschluss, da habe ich jetzt erstmal UV-Lack rüber gemacht. Aber ich vermute mal, dass als wahres Problem ein anderes ist. Ja, das ist nämlich der Effekt, weil ich es ewig für gebraucht, die Bremsen. Die sorgen dafür, dass der Spurkranz anschlägt. So, und da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, damit klarzukommen. Also eine Möglichkeit ist die ekligste, die Bremse komplett rausschmeißen. Also das betrifft die beiden Räder. Ich weiß, woran es liegt, weil ich das Spurinnenmaß aufgezogen habe. Schlägt der Radsatz innen an. Am Rahmen und auf der anderen Seite berührt er die Bremsen. Ja. Und das betrifft, wie gesagt, die beiden Radsätze. Der dritte, der C-Radsatz, muss ja ohnehin maximal ausschwenken. Der sitzt ja nur fest, der schwenkt aus. Also die beiden Kollegen sind es, die dann den treffen. So. Und viel weiter raussetzen kann ich die Bremsen auch nicht. Dann stoßen sie nämlich an das Gestänge an. Also das ist schon, auf Deutsch gesagt, das ist schon richtig scheiße. Und vielleicht kann ich jetzt hier den oben trennen. Ist kein Rankommen. Ist noch, da kommt noch dazu. Den hier oben eben, wie gesagt, abtrennen und dann vielleicht die ganze Bremse ein bisschen hochbiegen. Der Teig ja bei den anderen Maschinen auch schon gemacht. Also das ist alles einfach Dreck. Also sie fuhr wahrscheinlich irgendwie, aber nicht besonders gut, war halt ein Vitrinenmodell. Also das ist jetzt echt kacke. Ich wollte einfach nur noch probieren. Auf dem geraden Gleis passiert nichts, aber so wie sie halt im Bogen geht, dann gibt es Probleme.
wenn ich die Bremse nicht abbekomme, kann ich auch noch versuchen, hier jetzt einen Passring, einen Zwischenring einzusetzen, sodass der Radsatz nicht mehr ganz so weit rausschwenkt. Denn die beiden jetzt hier. Das ist natürlich die einzige Seitenverschiebbarkeit. Also ich habe hier. Oh Gott, was weiß ich, 06er, glaube ich, habe ich hier reingemacht. Wenn ich hier jetzt vielleicht einen 03er reinmache, dann könnte das ein bisschen Problem reduzieren. Also nur auf der einen Seite, dann halt nur auf der Masseseite. Ja. Denn ich habe hier wirklich ordentlich Spiel. Nur auf den letzten Meter. Naja, dann werde ich das mal probieren. Ich habe ja hier vielleicht doch noch geeigneten Draht, den ich jetzt mal da einsetze. Also sowas ist einfach. Naja, wenn man eh mal dran rumfummelt, irgendwas an dem ganzen System ändert und schon verändert sich die ganze Geometrie. Das ist einfach scheiße. Das hat erstmal funktioniert. Okay, ich hoffe, das war's jetzt. Meine Güte. Und es ist wieder schön warm hier oben und meine 150 Watt Strahler zweimal, die prasseln auf mich ein. Und LED-Licht, ja, wäre kälter, aber dann habe ich immer das Flackern auf der Kamera. Also muss ich damit leben. Und im Winter ist es doch ganz angenehm. So. Aber ich bin ja selber schuld, dass ich jetzt hier fummeln muss. Hätte ich das Fahrwerk sauber geprüft, dann hätte ich dieses Elend jetzt nicht. Aber ich wusste ja wieder besser. Ich habe einfach gesagt, ach, ich habe ja nicht gedacht. Ich habe nicht ach gedacht. Ich habe einfach sinnlos drauf losgebaut und habe mir da nicht einen Gedanken zu verschwendet. So, noch hier ist es sehr mühsam, die Schraube reinzukriegen. Diesmal hat sie gleich gefasst. Und dann muss ich auch hier ganz vorsichtig sein, weil auf der Seite ja die Steuerung isoliert ist. Und da brachte mir bis jetzt auch schon mehrfach eine Kurzschlussfreude. Darum wurde auch ein Stück von der Steuerung abgeschnitten. Weil sie einfach mit dem Kurzschluss nicht zur Rande kamen und haben gesagt, ach scheiß drauf, sieht sowieso keiner, weg damit. Ist ja eben. Ja. So. Notfalls rausschneiden, wenn es länger dauert hier. Oh, rüber. Zeig mein Kabel mit eingeklemmt. Ich bin ein Idiot. Das habe ich jetzt auch gemacht. Wenn ich dann merke, ich habe einen Kurzschluss drin, ich komme nicht zur Rande, dann löte ich nochmal eine Fremdeinspeisung ein. Und habe dann da deutlich weniger Ärger als jedes Mal diese GroKo-Klemmen irgendwo anschließen müssen. Naja, es scheint jetzt erstmal zu funktionieren. Ich stelle es jetzt gleich mal aufs Gleis und werde ja sehen, was passiert. Gut, verehrtes Publikum. Also, das war jetzt nochmal unangenehm. Also, jetzt werde ich die Maschine programmieren. Die Anzahl der Dampfstöße und was da sonst noch so für Kleinigkeiten sind, die werde ich jetzt machen. Und dann warte ich auf die Beschriftung. Und wenn diese da ist, dann sind mir bis dahin sicher noch ein paar andere Sachen aufgefallen, die ich noch hätte machen können. Meinetwegen wie hier den Vorläufer, die Spurkränze beizen.
Und dann, ja, dann sollte es also noch mal ein kurzes Video geben. Fahren kann ich nicht, weil ja meine Module nicht da sind. Aber eben, und auf den Teller kann ich die Maschine durchaus stellen, weil sie dann alles hat. Also die Beschriftung und möglicherweise ja schon die Kupplung, wenn ich es geschafft habe, die zu bestellen. Gut, fertiges Publikum. Bis dahin.